Hallöchen, meine lieben Devil May Cry-Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, eine neue Folge Devil May Cry. In der letzten Folge haben wir ja den Froschprinz besiegt und haben die Pandora-Box erhalten. Und jetzt geht's weiter. Bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir sind auf jeden Fall schon ordentlich vorangekommen in dem Spiel, finde ich. Mission 16. Ich glaube, hier gibt es auch 20 Missionen. Haben wir noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall, aber ja, wir kommen dem Ende auf jeden Fall näher, ne? Wollen wir mal schauen, ob wir uns da jetzt die restlichen 4-5 Missionen weiter durchboxen können. Ich hoffe. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kostüm wählen. Ne, dann nehmen wir auch wieder das Rote. Ja, mit Dante ist jetzt ein bisschen schwieriger, finde ich. Also ich fand bei Nero ein bisschen einfacher. Mission 16, Inferno. Bringen Sie den Eroberer der Feuerhölle in sein Reich zurück. Aha. Ja. Sagt mir irgendwie was. Wir sind ja auf jeden Fall jetzt auch aus dem Schloss raus. As if I didn't have enough obstacles already. Ein giftiges Gas durchdringt die Luft. Sie müssen fliehen, bevor ihr Leben erlischt. Oh Gott, auch noch mit Monstern. Ach, die schon wieder. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ah, da haben wir jetzt die Pandora-Box. Vielleicht klappt das damit besser. Ah, mir fehlt der Arm irgendwie. Es war immer ganz cool, wenn man, dass man, oh, die Gegner ranziehen konnte. Nicht mal so einfach, die zu treffen. Ich weiß gar nicht, wie in dem Gas verlieren wir jetzt Kraft wahrscheinlich oder so. Ich treffe die nicht. Hallo? Gott, oh Gott, ja, wir verlieren auf jeden Fall Kraft. Ist nicht so gut. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Ah. Okay, macht nur noch eins. Ah. Gut, geschafft. Puh. Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Schnell auf. Schnell weg hier. Hier lag auch noch ein bisschen. Das nehmen wir vielleicht noch schnell mit. Ich mach das mal so. Untergrundlabor, hier waren wir doch eben schon, ne? Glaube ich. Oh nein, nicht. Das werden wir jetzt zurückgehen. Okay. Wir müssen die andere Richtung, glaube ich, nehmen. Wieder durchs Labor durch. Denke ich mal.
Nicht, dass wir wieder auf Agnus treffen, aber den haben wir ja eigentlich schon besiegt. Aber könnte auch sein, dass... Oh, das Spiel des Lebens wieder hier. Er macht den Würfel einfach kaputt. Ja. Also ist jetzt auf jeden Fall schwer, die ganzen Gegner hier zu treffen, finde ich. Aua. Ah, schade. Man muss auch ganz genau zielen, ne? Auch wenn man die anvisiert hat. Das finde ich sowieso bei dem Spiel ein bisschen schwieriger als bei dem anderen Spiel, dass man hier, dass die Steuerung sehr auf die Richtung bedacht ist, ne? Sobald man so ein bisschen... eine andere Richtung drückt oder eine falsche, da schlägt der Angriff dann auch gleich fehl. Also das finde ich auf jeden Fall bei dem anderen Spiel ein bisschen einfacher. Auch wenn das jetzt hier keine harten Brocken sind, ne? Aber so ganz allgemein, ne, muss man auf jeden Fall sehr genau die Richtung justieren oder drücken auch. Und Krabums! Alle weg. So, und dann müssen wir ja wahrscheinlich hier weiter, ne? Ich will nochmal mich umschauen hier, ob es hier irgendwas noch gibt. Also sieht nicht so aus. Ich glaube, wir müssen hier raus, ne? So. Ja, auch an den Türen... Ne, das ist der falsche Weg. Auch an den Türen, ne? Man muss sehr genau ranlaufen und dann drücken. Dass sich die Tür dann öffnet. Ne, wo ist sie denn jetzt? Hier, ne? Aber das ist doch die Seitentür, die haben wir doch eigentlich... Hä? Da. Okay, vielleicht ist es auch hier die Seitentür. Ja, okay. Ach, die auch noch, oh Gott. Oh Mann. Aber gut, das schaffen wir hier schon noch. Wir haben ja jetzt geballte Sprengkraft dabei. dann geht das schon. Hier noch irgendwo eine? Da. Kabums. So, dann kommen wir da oben rein. Da haben wir das Yamato-Schwert ja bekommen. Ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg hier. Ah, jetzt ist wenigstens der Gestank weg. Das brauchen wir nicht machen. Okay.
sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg zurück in die Stadt, würde ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, was uns hier noch alles begegnen wird. Engelserschaffung. Da müssen wir uns jetzt durchboxen hier. Aua. Ich weiß gar nicht, kann man mit Dante aufspringen? Ich krieg den gar nicht hoch hier. Ah doch, okay, so. Oh, da haben die auf jeden Fall auch keinen Schutz gegen. Das ist eigentlich ganz cool. Ah doch. Aber ja, da müssen die sich auf jeden Fall schützen. Dann. Und wenn nicht, dann können sie erstmal Rakete fressen. Ja, hier war ja irgendwie auch eine Geheimmission, aber die machen wir jetzt nicht nochmal. Möchte auf jeden Fall vorankommen hier. So, und dann sind wir hier runter, ne? Glaube ich. Ist hier eigentlich jetzt auch noch das Giftgas? Ich weiß gar nicht so genau. Frechheit. Aua. Fällt euch ein hier. Legt euch nicht mit dem Pyromanen Dante an. Oh, oh, oh. Ah, seht ihr, da hat er trotzdem daneben geschossen. Also man muss hier sehr bei dem Spiel drauf achten, welche Richtung man drückt, finde ich. Ne? Auch bei den Endboss-Kämpfen und so. Das war mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Ansonsten schlägt der Angriff auf jeden Fall fehl an. Oder daneben halt. Das fand ich auf jeden Fall in dem anderen Titel ein bisschen leichter. Aber gut, der Titel ist ja auch schon älter und ich finde ihn trotzdem gut, ne? Die Steuerung beim Kämpfen ist manchmal ein bisschen, also nicht schlimm, ne? Aber bisschen knifflig. Das Atmen ist nicht länger schmerzhaft. Das Giftgas scheint nicht in diesen Bereich vorzudringen. Na Gott sei Dank. Dann machen wir mal, dass wir hochkommen hier. Miau. Da ist auf jeden Fall noch ein Stein, habe ich gesehen. Den holen wir uns auch noch. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier schleunigst rauskommen. Ah man, immer diese Kamerawechsel. Festhalle. Durch die Vernichtung seiner Quelle ist die magische Eisbarriere geschmolzen. Es scheint so, als können sie jetzt das Schloss verlassen. Es scheint so. Das klingt nicht gerade. Klingt. So. Ich hoffe. Ja, okay. Sind wir gut rausgekommen. Das ist gut.
Ich war wieder ein Stück weiter auf jeden Fall. Ja, aber hier die Pandora-Box finde ich ja auf jeden Fall cool. Ich muss auch mal, wir müssen mal, da stand ja in der letzten Folge irgendwas mit Kombinationen und so. Da müssen wir mal sehen, ob wir die Pandora-Box auch verbessern können. Oh Gott, was ist das denn? Ein Höllenhund? Au! Ich hab kein Leckerli bei. Na, los geht's. Okay, ab geht's. Aua, aua, aua. Mal einfach mal so. Irgendeinen werden wir schon treffen hier. Bei der Anzahl. Immer der Reihe nach hier. Nicht alle auf einmal. Oh, oh. Oh. Jetzt krieg ich hier alle aufs Maul. Kawabanga. Oh, der ist ja schon tot. Der auch. Wenn wir uns die Kugel natürlich noch hier. Einer lebt noch. Ach, die waren ja gar nicht so schlimm. Aber auch cool, also finde ich auf jeden Fall cool, dass wenn man zurückläuft, auch nochmal ein bisschen andere Gegner auftauchen. Von dem her, Wiederholung hin oder her, ich finde es gar nicht so schlimm. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Gut, die Endbisse, da hätte man vielleicht noch was machen können, dass die vielleicht dann nochmal verstärkt auftreten oder nochmal andere kommen oder so. Aber so, die normalen Gegner, also das, da kommen auf jeden Fall, also die Höllenhunde hatten wir auf jeden Fall noch gar nicht. Finde ich eigentlich, also finde ich nicht schlimm mit diesen Wiederholungen. Ist eigentlich ganz in Ordnung so. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Spiel und ich hatte auch dann bei den Rezensionen gelesen, dass viele sich drüber beschwert haben, dass hier so ein bisschen Objekt- oder Umgebungsrecycling veranstaltet wird. Also das soll so bedeuten, dass die Umgebung sich oft wiederholt oder so. Das finde ich jetzt hier aber auch gar nicht so. Also muss ich ehrlich sagen. Klar, das hat hier so alles seinen eigenen Style oder Stil und der bleibt natürlich enthalten und so, das schon, ne? Aber dass jetzt hier einige Orte aussehen wie andere, finde ich überhaupt nicht. Ne? Also finde ich schon, dass hier alle Orte auch ihr eigenes haben, so ein bisschen. Gefällt mir einfach das Spiel, finde ich cool. Ich hoffe nur, dass wir das auch schaffen werden hier. Das Land hat es schafft. Zweites Bergbaugebiet. Ah, da kommen wir der Sache ein bisschen näher schon. War hier noch irgendwas? Ne, hier war nichts. Ne? Nee. Ich gehe mal wieder aufs Schwert. Ich weiß jetzt gar nicht hier lang. Wahrscheinlich, ne? War hier noch was? Ah. Den holen wir uns natürlich auch. So. Rote Kugeln sind jetzt auf jeden Fall überlebensnotwendig. Da ist eine Statue. Ich will mal sehen. Aufwerten. Schusswaffen. Ich bin hier in Pandora. Was man da so drauf tun kann. PF 124 Head Red. Verwandeln Sie Pandora in eine Bazooka und lassen Sie Gegner vor Schreck und Ehrfurcht erstarren.
Halten Sie X gedrückt und bewegen Sie linken Stick dreimal nach links und oder rechts. Oh Gott. Revanche. Führen Sie Head-Red aus und drehen Sie linken Stick zweimal um 360 Grad. Oh Gott. Ja, das könnten wir hier mal mitnehmen, aber das kann ich mir überhaupt nicht merken. X gedrückt und bewegen Sie linken Stick dreimal nach links oder rechts. Das kann ich mal ausprobieren. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aha, okay. Eins, zwei, nee, drücken und dann so. Okay, aber das ist echt schwer zu merken, finde ich. Vor allen Dingen, wir haben so viele Fähigkeiten hier, ne? Ach so, hier die Pandora-Box, die haben wir jetzt immer dann. Sehe ich gerade, die kann man hier unten gar nicht auswählen. Aber ist auch cool. 1, 2, 3. Biau! Nicht, dass wir hier die Mine zerstören und auch noch drin begraben werden. Ist hier noch was? Ja, hier gibt es nichts mehr. Okay, dann schauen wir mal. Ich denke mal, jetzt wird ja gleich noch ein Endboss kommen. Ja. Er sitzt da einfach auf dem Schwanz. Oh, nicht schlecht. Schade, dass wir das den jetzt nicht mehr werfen können, ne? Gut, beim ersten Mal haben wir ihn auch nicht geworfen, da habe ich leider nicht dran gedacht. Aber jetzt können wir ihn auch nicht mehr werfen. Hat ja überhaupt was abbekommen. Aua. Ein bisschen was, ne? Oh, ich hoffe, wir werden den jetzt schaffen. Seine Feuersbrunst, die finde ich auf jeden Fall richtig krass, weil die kann man, glaube ich, auch nicht ausweichen, ne? Aber wir haben den auch gleich. Kein Problem, glaube ich. Dante Randa! Ja. You can stay and die, or you can walk your ugly ass back through that gate. Genau. I was hoping for a bit more than just a few sparks. Ah, eine neue Fähigkeit jetzt wieder. Auch nicht schlecht. First, I'm gonna be a little bit.
satisfied. Oh, wie romantisch. Oh. So big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Hm. Lucifer. Diese höllische Waffe ruft eine endlose Zahl explodierender Klingen herbei, die drohend in der Luft schweben. Lucifer Combo A. Drücken Sie am Boden Y, Y, Y und Y. Positionieren Sie Schwerter um sich herum, um Gegner mehrfach zu durchbohren. Ein vernichtender Angriff ohne Ende. Aha. Probieren wir gleich mal aus. Y. Warum er jetzt immer den Koffer in der Hand hat, verstehe ich nicht ganz. Aber ich glaube, das ist doch Y, ne? Das ist Springen. Das muss ja hier sein. Ach so, so. Ist ja auch geil. Ne, eben hat das doch gemacht. Naja, jetzt müssen wir beim Gegner, denke ich, mal ausprobieren. Da sind wir auf jeden Fall dann schlauer. Und schauen wir mal. Jetzt müssen wir ja. Ne, hier geht's wieder nach oben. Ne? Wir müssen hier die Richtung, glaube ich. Jo, haben wir die Mission geschafft? Ich weiß nicht. Wir können ruhig hier erstmal die nächste anfangen. Müssen wir mal sehen. Machen wir mal weiter. Mission 17. Adagio für Streicher. Holen Sie sich Yamato zurück. Hier will ich mal gucken. Da ist ja jetzt so bestimmt Schwerter auch neu. Lucifer. Pinnen ab. Werfen Sie mehrere Schwerter und ordnen Sie sie vor sich in der Luft an. RB und linken Stick vor und Y. Können wir uns auch holen. Aber das sich alles zu merken, finde ich jetzt echt ein bisschen schwer. Hier haben wir noch alles relativ voll. Brauchen wir jetzt nicht so viel von, finde ich. Vielleicht noch einen mittleren Lebensstern. So, dann haben wir drei davon und zwei davon. Großen können wir auch noch mitnehmen, der ist sogar noch billiger als der mittlere. Im Moment zumindest noch. Und ansonsten blaue Kugel, ich denke mal, das lassen wir eher. Violette Kugel. Hm. Zauberkraft, die haben wir ja schon erhöht eigentlich und goldene Kugel haben wir immer noch drei. Von dem her, ich denke mal, das reicht dann erstmal so. Wo müssen wir hier runter, ne, glaube ich. Hier, das wollen wir ja nicht machen. Ja, das kann nur Nero. Jetzt sind wir ja schon fast wieder am Hafen. Huch. Wir lassen das mal aus. Das Lucifer finde ich eigentlich ziemlich cool. Müssen wir mal sehen, wie das so auf die Gegner wirkt. Will ich mal so ein bisschen ausprobieren. Kann man das auch explodieren lassen? Ja.
Okay. Haben wir auf jeden Fall genug Auswahl, um Mr. Merkwürden den Arsch zu versohlen, würde ich sagen. Oh. Oh, hallo. Meine Lieblingsfreunde hier. Oh. Naja, ihr kommt alle dran. Wartet's nur ab. Ich weiß gar nicht, wie man die abfeuert. Irgendwie. Ah, Mensch. Blöder Penner, du. Hey! Nicht mit uns. So. Dann mal weiter gucken, wie hier die Geschichte weitergeht. Wir sollen uns Yamato wieder zurückholen. Mal gucken, ob wir das jetzt in dieser Folge noch schaffen. Müssen wir mal sehen. Wir brauchen die Schrotflinte, ne? Für dieses komische. Ja. Achso, hier. Achso, bei den Schusswaffen kann man die Pandora-Box auswählen. Achso, alles klar, okay. Dann habe ich es jetzt verstanden. Naja, weiß man ja am Anfang alles nicht. Ich hätte eher gedacht, hier auf der Seite. Hier gibt es nichts mehr. Gut, dann holen wir uns das hier noch. So. Hier ist natürlich Chaos. Yeah!
Machen wir die Reste auch noch kaputt von der Stadt. Warum nicht? Für die Rettung der Menschheit kann man das ruhig noch mal machen. Auch mal machen, meine ich. Weil diese Riesendinger sind irgendwie übel, ne? Schicken euch alle in die Hölle. In die Monsterhölle. Oh oh. Oh nein. Es nimmt ja gar kein Ende. Wo ist der Hundefänger, wenn man ihn mal braucht? Aua. Ich bin's wohl. Sich einfach mit Dante anzulegen. Frechheit. Oh. Ihr kommt alle noch dran, keine Sorge. Ah, die große Milbe lebt auch noch, ne? Gut, da hinten schleicht noch jemand rum. So. Was steht da? Fortuna Inn? Okay. Erstmal ein Bier trinken gehen. Schade. Kommt man nicht rein. Vor dem Finale hätte man doch nochmal sich ein bisschen Mut antrinken können. Ne, die kriegen wir nicht kaputt. Okay. Na gut. Da oben ist auf jeden Fall noch. Ah, da habt ihr gesehen, da ist sogar noch eine blaue Kugel. Oh, oh verdammt. Komme ich da so hoch? Ah, verdammt. Warum kommt der da nicht hoch? Ah. Die hätte ich jetzt schon gern. Wie viel haben wir denn eigentlich? Objekte? 1 von 4? Naja, gut, okay. Hätten wir 3 von 4, wäre es cool. Aber scheinbar kommt man da auch nicht hoch, oder ich stelle mich zu doof an, kann auch sein. Wäre ja auch nichts Neues. Nee, weiß ich nicht. Ah, er, ne? Er ist eigentlich immer schon weit genug nach oben, aber schafft es trotzdem nicht. Vielleicht muss man da auch von irgendwo anders ran. Hier kommt man nicht durch. Ist hier noch irgendwo was? Da ist eine Tür. Und hier kommen wir auch nicht rüber. Okay. Na dann nehmen wir die Tür, ne? Die 40 Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht hier weiter, ne. Sieht nicht so aus, wir müssen hier oben lang. Ah, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Aber was sind das für Schwärme da oben? Man kann leider nicht nach oben schauen. Die Statue ist auch kaputt. Sind es wieder die Fische? Oh nein, bitte nicht die Fische. Ah, okay, da klappt das auch gleich viel besser. Ist auch gut. Oh Mann, ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen hier, was hier abgeht. Oh. Denn. Verdammt. Krabums hat's gemacht. Ja, und da ist ja schon die Kürze, ne? Bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten war hier jetzt auch nichts weiter. Hier kommen wir gar nicht durch. Müssen wir hier vielleicht außen rumlaufen. Hier ist noch eine Statue. Ja, brauchen wir jetzt nicht, ne? Haben wir jetzt schon oft genug gemacht in der Folge. Reicht erstmal so. Ah, Agnes lebt doch noch. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Yes. Send it. The price to pay for power? Humans. They are but stubborn. A journey to hell for them to accept and praise their god. A fact that tickles Ioni's judgment. And your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. Oh nein. Schon wieder der Borkenkäfer. Is what you think. And that is why I wait in your path. Wenn ja genauso ist wie beim letzten Mal, dann schaffen wir den auf jeden Fall. For an opportunity to
to battle a being of such grand delusion as you is a sweet fortune. Obwohl ich das ganz schön krass fand, dass er uns immer die Lebensenergie gesorgt hat, ne? Aber könnte ich mir vorstellen, dass mit den neuen Fähigkeiten, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Jetzt. Ich ihn einfach ab jetzt hier. Ist scheißegal. Ich glaube, die Bazooka oder die Pandora-Box ist ganz nützlich gegen den. Ist ja auf jeden Fall eine krasse Distanzwaffe. Ne? Ja. Den schaffen wir schon noch, glaube ich. Und dann haben wir auch, denke ich mal, das Yamato-Schwert wieder. Ja, der ist doch schon fast tot. Ich weiß gar nicht, ob Dante die Endbisse aufnehmen kann. Aber eigentlich hat ja Nero nur diesen Handschuh, ne? Ja, das war jetzt nicht so schwer, Gott sei Dank. How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. It's that simple. But you are not human. So why am I inferior? Also eine Blödheit. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. Ein Herz. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. No, 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 no. No, 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 no. If you're gonna continue your research in the next world. No, 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 no. Do your homework first. And the rest is silence. Yeah, wunderbare Vorstellung. Yeah. Gutes Theaterstück. Oh, da ist jetzt ein Teleporter oder sowas. Ist das ein Teleporter? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal so einen Missionscut haben. Dass ich die Folge beenden kann und dann sehen wir ja in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Da holen wir uns erstmal jetzt das Yamato-Schwert. Oh, wir sind nicht allein, oder wie? War da jemand? Nee. Okay. Gehört uns, beziehungsweise gehört es Dante. Ja, Mission beendet. Dann schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Sind wir auf jeden Fall wieder ein ganzes Stück vorangekommen und
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier jetzt alles enden wird und ob wir das auch schaffen werden und so. So jetzt die Endbosse, die wir jetzt zum zweiten Mal begegnet sind, die fand ich jetzt eigentlich relativ einfach. Aber ich denke mal, wenn wir uns eventuell in der nächsten Folge sogar schon an den Erlöser ranmachen, ich denke mal, der wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen was auf dem Kasten haben, was wir auch noch nicht kennen und so. Ja? Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis morgen dann. Ne? Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.